So, jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht darin um eine sehr höchst umstrittene Reform. Es geht um das Klimaschutzgesetz. Erstmals wird der Bundestag jetzt im Folgenden über eine abgeschwächte Fassung des Klimaschutzgesetzes beraten. Nach dem Willen der Ampel aus SPD, Grünen und FDP sollen die jährlichen Sektorziele abgeschafft werden. 2019 hatte man ja die Klimaschutzziele in Deutschland erstmals verbindlich geregelt in diesem Bundesklimaschutzgesetz. Wie gesagt, jetzt eine Änderung anstelle des zuständigen Ministeriums muss künftig die Bundesregierung gegensteuern, wenn der Treibhausgasausstoß zu hoch war. Und das erst nach 2 aufeinanderfolgenden Jahren, also die strengen Sektorziele, die soll es in dieser Form nicht mehr geben. Erste Rednerin ist Lisa Badum für die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei mir in der Region hat sich neulich Ungewöhnliches ereignet. Die New York Times war zu Gast im Hopfenanbaugebiet in Spalt in Mittelfranken. Kommt bei uns nicht so aller Tage vor. Und der Anlass war nicht malerische Fachwerkhäuser, sondern tatsächlich der Anlass dafür war die Trockenheit in diesem Gebiet. Der Anlass dafür war, dass schlechte Ernten mittlerweile keine Ausnahme mehr sind, sondern der Normalfall. Der Anlass dafür war, dass eine Hopfenwirtschaft, die 1000 Jahre existiert hat, mittlerweile nicht mehr ohne Tröpfchenbewässerung und ohne zusätzliches Grundwasser auskommt. Das ist die Realität von Landwirtinnen und Landwirten in diesem Land, meine Damen und Herren. Die Klimakrise ist existenzgefährdend. Und deswegen ist das Klimaschutzgesetz und unsere Klimaziele unser aller Lebensversicherung. Ich komme noch zu Ihnen, Frau Weisgerber. Ich frage mich manchmal, was sagt denn ein bayerischer Wirtschaftsminister zu den Landwirtinnen und Landwirten, der sich selber eine besondere Nähe zu dieser Berufsgruppe attestiert? Und da bin ich auf seinem Tweet-Kanal fündig geworden, ist eher ein Wetterkanal, wo er zum Beispiel im Juli schreibt, der im Frühjahr vorausgesagte Hitzesommer ist bisher ausgeblieben. Die letzten Tage vermehrt trüb Regen. Also systematisch an den Klimaherausforderungen arbeiten, aber keine Panik verbreiten. Das ist Klimaleugnung Leid, meine Damen und Herren. Das ist massive Realitätsverweigerung. Und mich beunruhigt es zutiefst, und das sollte Sie auch beunruhigen, Frau Weisgerber, dass so ein Mensch in einem Bundesland Regierungsverantwortung hat. Wir sind uns ja sicher einig, dass solche Menschen nicht geeignet sind, unsere demokratischen und ökologischen Lebensgrundlagen zu verteidigen, weil sie verantwortungslos sind. Demokratische Politikerinnen und Politiker müssen es anders machen. Und wenn ich jetzt zurückdenke an unsere letzte Debatte hier im Hohen Haus zum Klimaschutzgesetz und die Worte von Andreas Jung noch im Ohr habe, wo er sagt, das Klimaschutzgesetz, da geht es um eine gemeinsame Vision, da geht es nicht um Parteipolitik, sondern es geht um die gesamte Gesellschaft. Wo ich sage, ja, Sie haben vollkommen recht, aber ich zweifle daran, ob Ihre Partei das so ernst gemeint hat und das so mitgetragen hat. Weil wenn ich mir den klimapolitischen Scherbenhaufen anschaue, den Sie uns hinterlassen haben, ist es ein absoluter Wahnsinn. Behinderung der Erneuerbaren, Scheuermaut, finanzielle Förderung von Öl- und Gasheizungen. Gut. Sie hätten jetzt in dieser neuen Legislatur eine zweite Chance gehabt, vielleicht mit dem falschen Bein aufgestanden. Aber Sie machen genauso weiter. Was haben Sie die letzten Monate gemacht? Schauen Sie zurück. Die letzten Monate haben Sie versucht, die Wärmewende auszubremsen und CO2-Einsparungen zu blockieren. Und Sie haben sich auch nicht entblödet, das muss man leider sagen, mit Ihrer gefloppten Kampagne Fair Heizen, Lügen und Fake News zu verbreiten. Und das werfe ich Ihnen vor, dass Sie Seite an Seite mit Aiwanger schreiten und so das Debattenklima in diesem Land vergiften. Das ist nicht in Ordnung. Und deswegen, ja, ich habe es in der Presse schon lesen können, wenn Sie uns jetzt für diesen Entwurf kritisieren, was ich erwarte, dass das jetzt von Ihnen kommt, dann ist das zutiefst verlogen, weil Sie in der Summe jahrzehntelang Klimaschutz verschleppt haben und Millionen Tonnen CO2 wegen Ihnen nicht eingespart wurden. Und deswegen sind das Krokodilstränen, die Sie heute wahrscheinlich vergießen werden. Wir haben als Ampel die Klimalücke um 80% verkleinert, mit dem Turbo für die Erneuerbaren, mit den Klimaschutzverträgen und mit dem Einstieg in den Gasausstieg mit dem Gebäudeenergiegesetz. Schauen wir uns nun, ich komme dazu, den Kabinettsentwurf der Änderung des Klimaschutzgesetzes an. Die Stärkung des Expertenrates finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Die Projektion, Vorausschau in die Zukunft, wir schauen nicht mehr zurück.
Gleichzeitig wurde im Kabinettsentwurf, und das ist gravierend, der bisherige Mechanismus der Zielverfehlung der Klimaziele in den Sektoren verändert. Und meine Meinung dazu ist, wir müssen die Sorgen der Verbände zu diesem Punkt sehr, sehr ernst nehmen. So schreibt der Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft in seiner Stellungnahme, es muss sichergestellt werden, dass insbesondere die Sektoren, die ihre Ziele bislang nicht erreichen, tatsächlich effektive und dauerhaft wirksame Maßnahmen ergreifen. Es darf nicht passieren, dass die Sektoren, die heute schon liefern, in Klammern Industrie- und Energiewirtschaft, die Last der anderen mittragen müssen. Wer trägt am Ende die Verantwortung für das Klimaschutzprogramm? Ist es zum Beispiel der Bundeskanzler? Es ist eine der offenen Fragen, die wir einfach gemeinsam klären müssen und die wir in der Beratung aufgreifen müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte jetzt noch was zur SPD sagen. Es ist die älteste Partei Deutschlands und wir verdanken ihr viele, viele Errungenschaften. Und ich als Klimapolitikerin möchte jetzt besonders zwei nennen. Zum einen, ohne Sie, Matthias Misch wird ja auch gleich noch sprechen, wäre das Klimaschutzgesetz nicht verabschiedet worden in diesem Bundestag. Und die andere Errungenschaft, das ist das Strucksche Gesetz. Auch das verdanken wir der SPD. Und das besagt, dass kaum ein Gesetz so aus dem Parlament herausgeht, wie es reingekommen ist. Und deswegen, wir sind starke und selbstbewusste Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam und in aller Gründlichkeit darum ringen, mit welchem Klimaschutz und mit welchen Maßnahmen wir zusammen unsere Klimaziele 2030 erreichen können. Angesichts der lebensbedrohlichen Klimakrise. Ich denke, das ist unser Beitrag, unser verantwortungsvoller Beitrag zu einer Politik, die die Realitäten anerkennt. Das ist unsere Pflicht, nicht nur gegenüber den Landwirtinnen und Landwirten, sondern gegen allen Menschen in diesem Land. Vielen Dank. Lisa Badum war das von den Grünen. Augenfällig an die SPD hat sie sich gewandt, an den anderen Koalitionspartner, die FDP. Nicht so sehr, vor allem die FDP bestand auf Änderungen hier im Klimaschutzgesetz, denn beispielsweise, es war ein Zugeständnis an Volker Wissing, den Verkehrsminister, der die Ziele, die Sektorziele verfehlt hat und kein Sofortprogramm vorgelegt hat in der Vergangenheit. Maßnahmen in allen Sektoren auf den Weg gebracht, im Dreiklang aus Technologie, Innovation und Anreizen. Anreize und Förderung sind aus unserer Sicht genau die zentralen Elemente für einen erfolgreichen Klimaschutz. Denn damit können wir die Menschen wirklich mitnehmen beim Klimaschutz. Und was macht die Ampel? Sie stößt die Menschen mit Verboten wie im Heizungsgesetz vor den Kopf. Sie schafft viele unserer Fördermaßnahmen wieder ab oder kürzt sie. Das ist für mich absolut unbegreiflich, meine Damen und Herren. Nur zwei Beispiele. Der Umweltbonus für den Kauf von Elektroautos belief sich zu unserer Zeit auf bis zu 10.000 Euro. Aktuell gibt es deutlich weniger und ab dem kommenden Jahr sinkt der Betrag noch weiter ab. Elektrische Dienstwagen werden ab 2024 gar nicht mehr gefördert. Das schafft keinen Anreiz zum Kauf von Elektroautos und die Zulassungszahlen gehen jetzt schon zurück. Stichwort KfW-Förderung. Hier sorgt Minister Habeck für maximale Verunsicherung durch Förderstopps. Und zusätzlich erhöht er auch noch die Standards und damit die Vorgaben für die Förderung in kürzester Zeit immer weiter. So funktioniert Klimaschutz mit den Menschen eben nicht, meine Damen und Herren. Das war das erste Element des Pakets, die Fördermaßnahmen. Das zweite Element neben den Anreizen ist die Bepreisung. Denn das ist das erfolgreichste Instrument zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Ab 2021 haben wir die CO2-Bepreisung auch für die Sektoren Wärme und Verkehr ausgeweitet. Und wir haben dies dann auch nach Europa getragen. Wir haben den Emissionshandel im Brennstoffemissionshandelsgesetz mit einem moderaten Einstiegspreis eingeführt, einem kontinuierlichen Anstieg in kleinen Schritten. Und die Einnahmen, das ist das Entscheidende, aus der CO2-Bepreisung wurden gezielt für Entlastungen, für Fördermaßnahmen und Anreize für den Umstieg auf klimafreundliche Technologien verwendet. Und diese Fördermaßnahmen haben Sie dann teilweise wieder abgeschafft. Unser Konzept war ein stimmiges Konzept.
Wir haben die Menschen mitgenommen. Sie haben sich begeistert auf den Weg gebracht. Sie haben zum Beispiel Wärmepumpen gekauft. Jetzt werden mehr Ölheizungen eingebaut. Das ist doch grotesk, meine Damen und Herren. Mit Ihrem Handeln erweisen Sie dem Klimaschutz in jeglicher Hinsicht einen Bärendienst. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Kernelement unseres Pakets von 2019, für das wir von den Umweltverbänden übrigens sehr gelobt wurden, dem Klimaschutzgesetz. Damit hat Deutschland sich als erstes Land weltweit einen verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität bis 2045, für dieses Ziel haben wir übrigens sehr gekämpft, das haben wir eingeführt, gegeben. Und wesentlicher Bestandteil im Gesetz sind eben die Sektorziele und das umfassende Monitoring mit der Pflicht zu Sofortmaßnahmen bei Zielverfehlung. Damit haben wir übrigens das Klimaziel 2020 erreicht. Und nicht in erster Linie durch und wegen Corona, meine Damen und Herren, sondern vor allen Dingen wegen diesen Klimaschutzinstrumenten. Das ist doch die Wahrheit. Wir sind auch der Verpflichtung zu den Sofortmaßnahmen bei Zielverfehlung nachgekommen. So hat zum Beispiel Horst Seehofer 2021 wegen der Zielverfehlung im Bereich Gebäude unter anderem die weitere Verbesserung der steuerlichen Absetzbarkeit von energetischen Sanierungen vorgelegt und weitere Maßnahmen auf den Weg gebracht. Sie, meine Damen und Herren von der Ampel, Sie möchten sich diese Mühe nicht mehr machen. Sie haben sich im letzten Jahr nicht auf Sofortmaßnahmen einigen können. Und auch dieses Jahr haben Sie keine vorgelegt. Sie verstoßen damit gegen das Klimaschutzgesetz. Und jetzt wollen Sie den wirkungsvollen Kontrollmechanismus des Gesetzes auch noch aufweichen. Keine Sektorziele mehr, keine jährlichen Sofortprogramme mehr bei Zielverfehlung. Erst nach zweimaligem Reisen der Klimaziele sollen perspektivisch mehr Anforderungen kommen. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Die sogenannte Fortschrittskoalition ändert das Gesetz so, dass in dieser Legislaturperiode keine Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz mehr verabschiedet werden müssen. Dabei sagen Minister Habeck und der Expertenrat schon heute voraus, dass das Klimaziel 2030 nicht erreicht wird. Man werde die Klimalücke nur zu 80% schließen können. Wir haben 2020 das Klimaziel zu 100% erreicht. Sie schauen immer nur in die Vergangenheit. Machen Sie doch mal in der Gegenwart Ihre Hausaufgaben. Sehr geehrte Damen und Herren der Ampel, darauf werden wir auch in der weiteren Debatte pochen. Vielen Dank. Sagt Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion, ein Bärendienst sei das für den Klimaschutz, die Aufweichung der Sektorziele, die hier mit diesem Gesetzentwurf umgesetzt werden soll. Also diese Veränderung des Bundesklimaschutzgesetzes. Matthias Mirsch jetzt für die SPD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr lache. Aber Frau Kollegin Weisgerber, nun war ich ja in vielen, vielen Verhandlungen dabei, auch in der Nacht der Nächte im Kanzleramt. Und Ihnen vielen, die Sie da vorne sitzen, den nehme ich auch tatsächlich allen ab, dass Sie wirklich Klimaschutz machen. Aber dahinter sind ganz, ganz, ganz viele Reihen noch. Und die sind heute auch nicht da. Die werden aber alle wieder rauskommen, wenn Sie Verantwortung tragen. Und deswegen will ich Sie schon konfrontieren damit, was zum Beispiel Ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender bei der Vorlage des Klimaschutzgesetzes, Herr Nüßlein, damals gesagt hat. Er hat gesagt, das machen wir nicht mit, das ist ein planwirtschaftlicher Ansatz. Und dann gibt es Herrn Brinkhaus, das ist dann Ihr Fraktionsvorsitzender damals gewesen, der den Sachverständigenrat, den wir vorgesehen und durchgesetzt haben, als Zentralkomitee für Klimaüberwachung bezeichnet hat. Das ist das wahre Gesicht von CDU, CSU und das ist unser Gesetz. Gott sei Dank haben wir es durchgesetzt mit Ihnen, hat viel Kraft gekostet, aber stellen Sie sich hier nicht hin und sagen, Sie hätten dieses Gesetz gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und dann sind wir jetzt auch bei dem, was gerade vorliegt. Und da müssen wir jetzt einmal attestieren, dass wir vor allen Dingen in den Sektoren Gebäude und Verkehr immer noch nicht da sind, wo wir eigentlich hin wollten. Und Sie, ausgerechnet Sie, fangen nun an, nachdem wir im Gebäudebereich wirklich richtig was geschafft haben durch das Gebäudeenergiegesetz. Die erste Forderung, die Sie öffentlich machen, ist, Sie werden es wieder abschaffen. Sie würden mit Ihrer Politik die Sektorziele sofort wieder reißen. Und liebe Frau Kollegin Weisgerber, wenn Sie dann kommen mit dieser ominösen Bepreisung,
Wenn Sie die Sektorziele so lassen wollen und dann bepreisen, dann heißt das, dass Sie wirklich weite Teile der Bevölkerung nicht mehr ermöglichen, Mobilität und Heizen zu ermöglichen. Das ist unsozial, und das muss man den Leuten sagen, was Sie hier gerade verbreiten. Und deswegen, ja, es ist richtig, glaube ich, das Ziel 2030 absolut nicht anzufassen. Das wäre im Übrigen meines Erachtens auch klar verfassungswidrig. Eine Flexibilität innerhalb der Sektoren hat es ja auch jetzt schon gegeben, und wir weiten sie aus. Aber aus meiner Sicht, und Lisa Badum, da bin ich voll bei Ihnen, aus meiner Sicht ist es ein nicht haltbarer Zustand, dass wir hier ein Gesetz haben und wir reißen in bestimmten Punkten die Sektoren, diese Bundesregierung, die spreche ich jetzt insgesamt an, und die Rechtsverpflichtung, das Vorlegen eines Sofortprogramms, das passiert nicht. Und deswegen, Robert, jetzt musst du tapfer sein, weil sonst sind die anderen ja nicht da, Verkehrsminister ist, glaube ich, nicht da, nee. Deswegen, glaube ich, ist es Aufgabe von uns als selbstbewussten Parlamentariern, diesen Mangel an unserem ursprünglichen Klimaschutzgesetz zu beseitigen. Wenn Ziele verfehlt werden, muss es einen Automatismus geben, der uns garantiert, dass die Ziele eingehalten werden. Das ist die Aufgabe der parlamentarischen Beratung, auf die ich mich sehr freue. Und Vorschläge sind immer willkommen, auch von CDU, CSU, vor allen Dingen zur Einhaltung der Sektorziele nach Ihrem Konzept. Aber jetzt, Herr Hilse, noch ein Punkt zu Ihnen, weil wir beraten ja auch einen Antrag der AfD. Aufkündigung aller internationaler Klimaschutzverträge. Und dann sage ich Ihnen wirklich mal, wenn Sie das Klimaschutzgesetz sehen und die dazugehörige Verfassungsgerichtsentscheidung, dann wäre diese Aufgabe, diese Aufkündigung wirklich gegen das deutsche Grundgesetz. Sie können ja gleich noch reden und mir dann mal sagen, wie Sie Ihre Vorstellung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vereinbaren wollen. Sie sind Verfassungsfeinde im Bereich des Klimaschutzes. Haben wir hier ein Beispiel. Das müssen wir den Deutschen, das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land immer wieder sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und das sagt hier in diesem Fall Matthias Mirsch für die SPD-Fraktion, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Er hat auch noch mal ganz klar gesagt, das Ziel 2030, das deutsche Klimaziel, das ist absolut nicht anzufassen. Bis 2030 will Deutschland ja 65% an Treibhausgasen weniger ausstoßen als 1990. Zurzeit beträgt die Minderung laut Umweltbundesamt rund 41%. Auf so einen Schwachsinn gehe ich nicht ein. Stattdessen gehe ich auf Ihr vorgelegtes Gesetz ein. Und da steht schon in der Problem- und Zielbeschreibung eine Lüge. Sie behaupten darin, wahrheitswidrig und wider besseren Wissens, denn Sie dürften den gleichen Zugang zu wissenschaftlichen Quellen haben wie wir, dass sich, ich zitiere, seit dem Inkrafttreten des Bundesklimaschutzgesetzes im Jahr 2019 die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels erheblich verschärft hätten. Das ist eine glatte Lüge. Sie setzen wieder einmal Wetter und Witterung mit Klima gleich. Wetter ist erlebte und erlebbare Physik. Klima ist laut Weltorganisation für Meteorologie ein als rein statistischer Mittelwert lokaler Wetterdaten über mindestens 30 Jahre nichts anderes als Statistik. Es ist der Versuch, aus Wetterdaten eine Trendaussage zu gewinnen, die es gestattet, möglichst viel über die so betrachteten Klimazonen zu lernen. Und diese Trendaussagen gibt es, und zwar für alle Klimaphänomene. Beispielsweise für Dürren, für Tropenstürme, für Regenfälle, die Überflutungen und Überschwemmungen auslösen können und. Und keiner, ich wiederhole, kein einziger dieser Trends, und nur diese sind für die Aussage über das Klima relevant, zeigen einen Anstieg über klimarelevante Zeiten. Nicht ein einziger. Der Trend für Tropenstürme verläuft flach, sowohl was deren Stärke als auch deren Häufigkeit anbelangt. Der Trend für Dürren, beispielsweise im Drought-Index, einsehbar, verläuft sogar fallend. Auch die Anzahl und zerstörte Flächen für Waldbrände ist im Trend negativ, obwohl kein Klimawandel dieser Welt auch nur annähernd imstande wäre, Holz zu entzünden. Im Gegensatz zum Klima sind 90% der Waldbrände menschengemacht, und zwar durch Brandstiftung, teilweise fahrlässig, aber vor allem auch vorsätzlich, wie beispielsweise in Griechenland, Portugal und möglicherweise auch in Hawaii. Weiter geht es mit vermeintlich höheren Todesopfern. Laut den Daten von International Disaster Database ist die Zahl der Todesopfer aufgrund
von klimarelevanten Katastrophen von durchschnittlich 450.000 pro Jahr um das Jahr 2019/20 auf nunmehr 25.000 pro Jahr zurückgegangen, um über 95% zurückgegangen. Der Grund ist schnell erklärt, das ist der Wohlstandszuwachs, der den technischen Fortschritt, die Frühwarnsysteme, bessere Ernterträge, bessere Bauten etc. ermöglicht. Und dieser technische Fortschritt ist nur möglich gewesen durch den schnellen Zugriff auf billige Energie aus fossilen Energieträgern und Kernenergie. Ein Zugriff, den Sie um jeden Preis verhindern wollen, über die zur Religion erhobenen Ideologie das Klima schützen zu können und vermeintlich zu müssen. Sie jagen den Menschen tagtäglich Angst vor der vermeintlichen Klimakatastrophe ein. Klimawandel ist ein natürlicher Prozess seit hunderten Millionen von Jahren und nachweislich noch nie durch CO2 angetrieben worden. Sie belügen die Menschen, indem sie erstens die natürlichen Ursachen negieren und zweitens all diejenigen, die auch nur den leisesten Zweifel an ihrer hirnrissigen Hypothese äußern, als Klimawandelleugner verunglimpfen. Eigentlich sind Sie die wahren Klimawandelleugner, weil Sie die natürlichen Ursachen des natürlichen Klimawandels leugnen. Sie leugnen, dass die Sonnenaktivität, der Orbit der Erde um die Sonne, die Ausrichtung der Erdachse, Bewölkungsgrad, Meeresströmung, kosmische Strahlung und viele andere Phänomene die Hauptursachen für Klimaschwankungen sind. Sie leugnen, dass es allein in den letzten 10.000 Jahren Perioden gab, in denen es bis zu 4 Grad wärmer war als heute und es die Menschheit nicht dahin gerafft hat. Sie sind die wahren Klimawandelleugner. Und mit diesem und mit vielen anderen Gesetzen wollen Sie den Menschen die billige Energie und damit ihren Wohlstand wegnehmen. Eine AfD-geführte Bundesregierung wird diesen Irrweg verlassen. Wir werden eine vernunftgeleitete Energiepolitik betreiben mit fossilen Energieträgern und selbstverständlich auch mit Kernenergie, so wie das so gut wie alle anderen Industriestaaten tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, wer grün wählt, wählt den Krieg. Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zur FDP-Fraktion und da hat das Wort Olaf Inderbeek. Der klimapolitische Sprecher der Liberalen. Ja, meine sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes heben wir die deutsche Klimapolitik auf ein neues Level. Klimaschutz ist die zentrale Aufgabe unserer Zeit und wir dürfen es uns nicht mehr leisten, blind für Effektivität und Effizienz zu sein. Die starren Sektorziele und die Pflicht zu teuren aktionistischen Sofortprogrammen in den einzelnen Ressorts haben Klimaschutz nicht beflügelt, sondern eher ausgebremst. Es ist deshalb ein großer Meilenstein, dass wir Klimaschutz zukünftig flexibler, effizienter und zu einer echten Querschnittsaufgabe der Bundesregierung machen. Eines möchte ich direkt zu Beginn klarstellen. Die Klimaziele werden keineswegs abgeschwächt oder aufgeweicht. Wir sorgen stattdessen dafür, dass sie realistisch und zu geringsten Kosten erreicht werden. Wurden die starren Sektorziele in der Vergangenheit verfehlt, war das Ergebnis viel zu oft, dass viel Geld ausgegeben worden ist, ohne große Wirkung für das Klima. Denn die Sektorziele verleiten dazu, auf kurzfristige Minderungsmaßnahmen zu setzen, statt auf effizientere Projekte, die vielleicht erst später wirken, dafür aber viel stärker. Das wird sich jetzt ändern. Zukünftig steht im Fokus, ob wir über alle Sektoren hinweg genügend Treibhausgase eingespart haben. Indem wir nicht mehr starr auf einzelne Sektoren blicken, machen wir es möglich, dass Emissionen dort reduziert werden können, wo es die größten Einsparpotenziale zu den geringsten Kosten gibt. So geht moderner Klimaschutz in Kombination mit Fortschritt und Wohlstand. Außerdem richten wir unseren Blick endlich nicht mehr in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Es kommt letztlich darauf an, ob wir mit den ergriffenen Maßnahmen die Summe aller Jahresziele bis 2030 auch wirklich erreichen. Wir werden also bereits angeschobene Maßnahmen berücksichtigen und überprüfen, wie sich die Emissionen in Zukunft entwickeln werden. Das ergibt Sinn, da insbesondere die Sektoren Gebäude und Verkehr bekanntlich relativ träge sind. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, die größere Verfügbarkeit von klimafreundlichen Kraftstoffen oder der Schienenausbau der Deutschen Bundesbahn im Verkehr und mehr Möglichkeiten zum klimaneutralen Heizen in Gebäuden, das alles sind Maßnahmen, die in Zukunft große Sprünge bei der Emissionsreduktion versprechen.
Nun können wir sehr konsequent genau an diesen Hebeln zu Erreichen unserer Klimaziele drehen. Wenn die Projektionsdaten in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Zielverfehlung aufzeigen, wird ein Maßnahmenpaket geschnürt, zu dem alle Ressorts ihren Beitrag leisten. Aus der Verantwortung stehlen kann sich niemand. Anders ließe sich Klimaneutralität 2045 ohnehin nicht erreichen. Natürliche Senken wie Wälder, Moore und Meere gehören gestärkt. Aber wir wissen, sie allein können die notwendige CO2-Entnahme aber nicht realisieren. Deshalb lässt das neue Gesetz auch wichtige Zukunftstechnologien nicht außer Acht. Indem wir erstmals Ziele auch für technische Senken für die Jahre 2035, 2040 und 2045 verankern, zeigt die Koalition, wie ernst wir Klimaschutz nehmen. Wir verleihen den dringend benötigten Carbon-Dioxid-Removal-Technologien damit einen echten Anschub. Das neue Klimaschutzgesetz wird ein besseres Klimaschutzgesetz sein. Es schafft endlich die Grundlage dafür, CO2 effizient einzusparen. In der Praxis braucht es dafür aber konkrete Maßnahmen. Ergänzt werden muss das neue Klimaschutzgesetz deshalb durch ein System, mit dem wir unsere Klimaschutzziele kostenminimal erreichen können. Als Freie Demokraten machen wir uns deshalb darüber hinaus dafür stark, dass das Brennstoff-Emissionshandelsgesetz endlich seinem Namen gerecht wird und einen festen CO2-Deckel bekommt, damit es nicht nur zu dem zentralen, ressortübergreifenden Klimaschutzinstrument, das den Anforderungen des Klimaschutzgesetzes genügt. Wir machen es auch kompatibel mit dem europaweiten ETS2 ab 2027 für Verkehr und Gebäude und sonstige Emissionen. Das ist marktwirtschaftlich fair und verlässlich. Die Erreichung unserer Klimaziele wäre damit über alle Sektoren hinweg garantiert. Ich freue mich darauf, all diese Vorschläge und viele anderen in den anstehenden Verhandlungen zu diskutieren, zu debattieren und zu werten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Es war vor allem die FDP, die darauf drängte, auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes innerhalb der Koalition. Wenn man hier die Rednerin der Grünen, Lisa Badum, gehört hat oder auch von der SPD, Matthias Mirsch, da gehen die Vorstellungen, wie man das genau festhält mit den Sektorzielen, die ja abgeschafft oder aufgeweicht werden, je nach Lesart unterschiedlich um, beziehungsweise das werden wahrscheinlich noch interessante Verhandlungen dann in den parlamentarischen Beratungen. Ralf Lenkert jetzt für Die Linke. Über 45 Grad waren es im Sommer rund um das Mittelmeer mit verheerenden Waldbränden in Spanien, Algerien, Italien, der Türkei. In Griechenland folgte den Bränden direkt die Hochwasserkatastrophe mit 900 Liter, also 90 Zentimeter Wasser je Quadratmeter. Und dann kam der verheerende Medicane, ein Wirbelsturm im Mittelmeer mit extremem Niederschlag und Zehntausenden toten Menschen in Libyen. Das Schelfeis in der Antarktis schrumpft, in den Alpen häufen sich Schlammlawinen. Die Durchschnittstemperatur in Deutschland stieg seit dem letzten Jahrhundert um über 1 Grad Celsius. Bei Florida wurden 38,9 Grad gemessen im Meer. Der bisherige Rekord im Persischen Golf lag 1,3 Grad niedriger. Wer, wie die AfD, bei dieser Summe an Extremereignissen einen Antrag stellt, der Klimaschutz ablehnt und den Ernst der Lage aktiv leugnet, ist nicht nur verantwortungslos, der vergeht sich an der Zukunft unserer Kinder. Herr Lenkert, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hilse zu. Herr Hilse. Vielen Dank, lieber Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben sicherlich schon gemerkt, dass wir nicht bestreiten, dass es einen Klimawandel gibt, dass es eine Erwärmung gibt. Allerdings sagen wir, und so wie tausende Wissenschaftler weltweit, dass es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass die menschengemachten CO2-Emissionen diesen Klimawandel auslösen, diesen Klimawandel befeuern. Das ist der Unterschied. Und deswegen sagen wir, das wissen Sie auch, dass wir eingefordert hatten, einen sogenannten Klimawandel-Anpassungsfonds einzurichten, mit dem man negative Folgen des Klimawandels, der derzeitigen Klimaschwankungen letztendlich abfedern könnte. Also es ist nicht so, dass wir sagen, dass es keinen Klimawandel gibt, sondern wir sagen einfach, es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die menschengemachten CO2-Emissionen diesen Klimawandel auslösen. Vielen Dank.
Herr Hilse, als erstes fange ich mal an mit Ihren tausenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Weltweit gibt es mehrere Millionen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. In Deutschland Hunderttausende, Sie haben einige Tausend. Einige davon stammen von der Firma Eike und werden bei Ihnen im Büro beschäftigt und finanziert. Da muss man sich über die Ergebnisse erstmal nicht wundern. Das Zweite, Sie fordern immer mehr Naturwissenschaft im Unterricht. Hätten Sie in der Physik aufgepasst, hätten Sie aufgepasst, wie sich CO2 in der Atmosphäre verhält, wie das mit Wellenreflexion von Infrarotstrahlung aussieht, dann würden Sie wissen, dass die Verdoppelung des CO2-Anteils, die fast Verdoppelung des CO2-Anteils in der Atmosphäre durchaus zu einer extremen Erwärmung führt, auch schon führt. Wenn Sie die Reihen verfolgen würden, die Temperaturreihen, dann würden Sie wissen, dass es rein nur die Mathematik und die Logik benötigen würde, um zu erkennen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und fragen Sie mal Ihre Großeltern nach so vielen Dürrejahren in kurzer Folge hintereinander. Fragen Sie Ihre Großeltern nach solchen Niederschlagsrekorden. Sie werden keine Antwort finden. Sie wollen sie nicht finden. Sie blenden es aus, weil es Ihnen nicht in den Kram passt. Das ist fahrlässig. Das ist für unsere Kinder verheerend. Kümmern Sie sich um Ehrlichkeit, statt hier Märchen zu erzählen. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt Ihnen genug gesagt und ich habe ja eigentlich nur auf Ihre Frage noch mit den 0,0004 Grad Celsius gewartet, dass im Prinzip dadurch die Temperatur nur sinken würde, wenn Deutschland auf Null fährt. Was Ihr Rechenfehler ist, diese 0,0004 Grad Celsius sind pro Jahr, die wir zulegen. Und wenn alle Menschen auf der Erde so wären wie wir, würde das über 100 Jahre, weil wir nur 1% der Weltbevölkerung stellen, eine Erwärmung von 5 Grad Celsius bedeuten, verheerend für die Menschheit. Also selbst Ihre eigenen Zahlen widerlegen Sie. Deswegen sind Sie hier nicht glaubwürdig. Kolleginnen und Kollegen, das Klimaschutzgesetz gilt, aber im Verkehr wird weit mehr CO2 ausgestoßen als zulässig und auch der Bausektor erfüllt nicht die gesetzlichen Ziele. Verkehrs- und Bauministerium müssten jetzt einen Maßnahmenplan vorlegen, um die Ziele zu erreichen. Das machen Sie nicht. Jeder Bürger, jede Bürgerin muss sich bei Missachtung der Gesetze vor Gericht verantworten. Aber die Koalition aus SPD, Grünen und FDP will das Klimaschutzgesetz aufweichen und damit die Verstöße legalisieren. Und das ist ein Skandal. Selbst der Lobbyverband der Energiewirtschaft, der BDEW, wahrlich kein Umweltaktivist, kritisiert sie und fordert, das Klimaschutzgesetz nicht aufzuweichen. Dass beim Klimaschutz die FDP nicht auf die Industrie hört, dass die Grünen die Umweltverbände ignorieren und die SPD die Gewerkschaften auflaufen lässt, ist schon bitter. Die Linke fordert Hände weg vom Klimaschutzgesetz. Wir wollen mehr Geld für den Ausbau des ÖPNV, ein dauerhaftes 49-Euro-Ticket, mehr Bahnverkehr und Elektrifizierung von Bahnstrecken, ein Tempolimit und ja, auch ein Verbot von Privatjets. Geben wir den Kommunen Geld für die Sanierung von Schulen, Verwaltungen und Bädern, dann schafft auch der Gebäudesektor seine Ziele. Und abschließend, jede produzierte Waffe kann Menschen töten und schädigt das Klima. 100 Milliarden für Aufrüstung sind ein Schlag gegen den Klimaschutz. Investieren Sie die Milliarden in Schulen, in Krankenhäuser, in die Bahn. Das hilft der Bevölkerung und schützt das Klima. Vielen Dank. Ralf Lenkert war das für die Linksfraktion und ihm folgt jetzt hier für die Sozialdemokraten Katrin Tschau hier als Nächste am Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir beraten heute in erster Lesung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Novellierung des Bundesklimaschutzgesetzes. Die AfD nimmt an dieser Beratung zum wiederholten Mal inhaltlich nicht teil. Nur so kann man ihren Antrag interpretieren. Sie leugnen erneut, dass der menschengemachte CO2-Ausstoß für die Erderwärmung verantwortlich ist. Sie machen den Menschen weiß, dass es keinen Zusammenhang von zusätzlichem CO2-Ausstoß und dem Treibhauseffekt gibt. Und bereits in Bezug auf Ihren letzten unwissenschaftlichen Antrag hat der Kollege Heimann Ihre immer wiederkehrenden Hauptargumente widerlegt. Erstens, Sie behaupten, dass unsere nationalen und europäischen Anstrengungen umsonst sind, weil wir weltweit gesehen angeblich nur für so wenig CO2-Volumen in der Luft verantwortlich wären. Ich wiederhole das an dieser Stelle sehr gern, das stimmt nicht. Europa verantwortet ein Drittel. Frau Weisgerber, Sie haben nicht richtig zugehört. Und der Kollege hat zweitens auch Ihre These, ich rede über die AfD, von der Wohlstandsvernichtung widerlegt.
Und auch das wiederhole ich notwendigerweise. Wir haben die Emissionen seit der deutschen Einheit um 40% gesenkt und gleichzeitig das Bruttosozialprodukt verdoppelt. Das waren gute Argumente, deswegen bringe ich sie. Wir lesen in Ihrem Antrag schwarz auf weiß, was Sie tagtäglich über verschiedenste Kanäle verbreiten. Halbgare Argumente, falsch konstruierte Zusammenhänge und Verunglimpfung von Wissenschaftlern, die Ihnen nicht passen. Ihr Geschäftsmodell ist auf Fake News aufgebaut. Und das Verrückte ist, dass einige Menschen den Widerspruch noch nicht erkennen. Warum sollten wir uns als Parteien andauernd unbeliebt machen wollen? Warum begreifen wir den Beschluss, klimaneutral zu werden, nicht mehr nur als die gute Tat und quasi als das gute Ergebnis, sondern setzen Beschlüsse endlich um und streiten auch darüber? Wir tun das, weil wir eine Zeitenwende in der Frage der Bekämpfung der Klimakatastrophe und in der Energiepolitik haben. Ein zentraler Grund für die Entstehung des Klimaschutzgesetzes in der vergangenen Legislaturperiode war es, wissenschaftliche Daten transparent zu machen. Warum war uns das als SPD so wichtig? Auf der einen Seite geht es um Legitimation staatlichen Handelns und auf der anderen Seite um Überprüfbarkeit. Wir halten es für politisch eben nicht zulässig, irgendetwas zu behaupten, sondern wir meinen, dass es wissenschaftlich abgesichert werden muss. Diese Aufgabe übernimmt laut Gesetz der Expertenrat für Klimafragen. Er prüft die vorgelegten Emissionsdaten. Darüber hinaus bewerten die Wissenschaftlerinnen mit Blick auf die Zielerreichung nach diesem Gesetz die Wirksamkeit der Maßnahmen. Wir wollen den Expertenrat weiter stärken, weil wir genau diese Unabhängigkeit hoch bewerten. Wir wollen, dass sich die Öffentlichkeit ein Bild machen kann. Wir halten das für notwendig. Aber nicht nur das, sondern es ist geltendes Recht, dass Bürgerinnen und Bürger gut informiert werden müssen. Und es ist das Wesen einer Demokratie, dass sie mitdiskutieren, individuell oder als zivilgesellschaftliche Akteure. Wir erleben in Deutschland aktuell eine Debatte sowohl um die vereinbarten Ziele als auch um die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Ein Teil der Bürgerinnen erfordert mehr Tempo und Verbindlichkeit bei der Umsetzung. Insbesondere die jungen Menschen sehen sich in ihrer Zukunft bedroht, wenn wir nicht heute die richtigen Weichen stellen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss vom März 21 signalisiert, dass sie diese Sorgen ernst nehmen. Einem anderen Teil der Bürgerinnen geht es viel zu schnell. Sie spüren den Wandel beim Heizen und Tanken. Die Debatte um das Heizungsgesetz hat hier viel Vertrauen gekostet. Sie fragen sich, ob und wie es der heimischen Industrie gelingen wird, die Dekarbonisierung ihrer Produktion zu organisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben. Und deshalb ist es richtig und gut, dass unser Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius gestern den Weg für den Bau leistungsstarker Offshore-Konverterstationen am Standort Marinearsenal Warnemünde freigemacht hat. Bei der Novelle des Klimaschutzgesetzes geht es darum, Klimaschutz noch vorausschauender und effektiver zu gestalten. Transparente, überprüfbare Daten und das verbindliche Einhalten von Zielen, Vereinbarungen und Maßnahmen sind dafür unabdingbar. Ich freue mich auf die Beratung. Die erste Lesung heute zur Reform des Bundesklimaschutzgesetzes. Vorgaben zur Emissionsminderung in den einzelnen konkreten Sektoren sollen damit abgeschafft werden. Die Bundesregierung soll künftig als Ganzes entscheiden, in welchem Sektor und mit welchen Maßnahmen die zulässige CO2-Gesamtmenge bis 2030 erreicht werden soll. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 2019 haben CDU, CSU und SPD gemeinsam hart gerungen um ein neues Klimaschutzgesetz. Da haben Sie vollkommen recht. Aber am Ende haben wir es geschafft. Wir haben gemeinsam in der Großen Koalition ein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht und durchgesetzt, das ein echter Meilenstein gewesen ist. Ein Klimaschutzgesetz, das international für sehr viel Anerkennung gesorgt hat. Und der Kern dieses Klimaschutzgesetzes, der besteht darin, wenn in einem Bereich mehr CO2 abgegeben wird, als zulässig ist, dann muss nachgesteuert werden. Das ist das Herzstück des bestehenden Klimaschutzgesetzes, das wir in der Großen Koalition beschlossen haben. So sieht es das Gesetz vor, und so hätte die jetzige Ampelregierung 2022 ein Klimaschutz-Sofortprogramm beschließen müssen. Sie hätten nachsteuern müssen, weil in zwei Bereichen, Verkehr und Gebäude, mehr CO2 abgegeben wird als zulässig. Das ist eine gesetzliche Pflicht. Und was ist passiert? Nichts. Es ist nichts passiert. Sie haben nicht nachgesteuert. Sie haben kein Klimaschutz-Sofortprogramm beschlossen. Deswegen werden Sie ja auch inzwischen verklagt. Und stattdessen, statt sich an bestehendes Recht, an ein bestehendes Gesetz zu halten, machen Sie jetzt Folgendes. Sie ändern einfach das Gesetz. Und ich finde, das ist ein Vorgang, der ziemlich unmöglich ist. Mit Ihrer Gesetzesänderung
entkernen Sie das Klimaschutzgesetz, Sie machen es unverbindlicher, Sie weichen es auf und Sie gehen einfach einen Schritt zurück. Aber noch schlimmer finde ich, Sie schieben die Verantwortung einfach in die nächste Wahlperiode. Sie schieben einfach die Verantwortung in die nächste Wahlperiode. Ich will es konkret machen. Nach Ihrem Vorschlag zu diesem neuen Gesetz wäre es so, das Umweltbundesamt muss zum ersten Mal 2024 diese Emissionsdaten vorlegen. Der Expertenrat für Klimafragen muss diese Daten bewerten, dann etwaige Verstöße feststellen. Und erst wenn das in 2 Jahren hintereinander erfolgt, dann müssten Maßnahmen ergriffen werden. Die Ministerinnen und Minister hätten wiederum 3 Monate Zeit, Vorschläge zu machen. Und die Bundesregierung hätte bis Ende 2025 Zeit, über diese Maßnahmen zu beschließen. Meine Damen und Herren, das heißt, die jetzige Regierung, die Ampelregierung, wird in dieser Legislaturperiode kein einziges Mal mehr über die erforderlichen Maßnahmen, trotz der Zielverfehlungen, die auf dem Tisch liegen, beschließen müssen. Und das ist schon sehr beachtlich, meine Damen und Herren. Sie halten sich nicht an das Klimaschutzgesetz. Sie haben sich 2 Jahre lang nicht daran gehalten. Jetzt in der Mitte der Legislaturperiode ändern Sie einfach das Klimaschutzgesetz, und zwar so, dass Sie auch in den nächsten 2 Jahren keine Maßnahmen ergreifen müssen. Das heißt, einfach alles in die nächste Wahlperiode schieben. Die nächste Bundesregierung muss sich darum kümmern. Ich bin mir sicher, wenn CDU und CSU sich so verhalten würden, wenn wir es gewagt hätten, ein solches Gesetz hier im Deutschen Bundestag vorzulegen, wir hätten jetzt zu dieser Uhrzeit in ganz Deutschland, in allen Städten von Nord nach Süd, von West nach Ost Demonstrationen. Und wissen Sie was? Diese Demonstrationen würden angeführt werden von den Grünen, jene Grüne, die genau diese Aufweichung des Klimaschutzgesetzes hier vorschlagen. Und ich will erinnern an das, was die Grünen 2019 bei der Einführung des Klimaschutzgesetzes gesagt haben. Ihnen ging es ja damals nicht weit genug. Sie haben damals gesagt, ich zitiere, ohne konkrete Maßnahmen, ohne Sanktionen wird das nicht funktionieren. Und nun, Sie stimmen genau dieser Verwässerung zu. Herr Mirsch, SPD, Sie haben damals gesagt, wir werden den Ministerinnen und Minister nicht durchgehen lassen, wenn sie ihre Klimaschutzziele nicht einhalten, nicht erreichen. Und nun, genau das wird jetzt mit diesem Gesetzentwurf vorgeschlagen. Und besonders traurig finde ich, dass dieses Klimaschutzgesetz ja auf einem traurigen Deal fußt. Die FDP hat dem Heizungsgesetz zugestimmt. Das war ein Zugeständnis an die Grünen. Die Grünen stimmen jetzt dem Klimaschutzgesetz zu. Das ist das Entgegenkommen an die FDP. Das heißt, ein schlechtes Gesetz gegen ein anderes schlechtes Gesetz. Meine Damen und Herren, leider ein typisches Beispiel dafür, wie diese Ampelregierung sich durchwurstelt. Aber wir bräuchten in diesem Land gerade in dieser Zeit kein Durchwursteln, sondern eine beherzte Politik, die die Probleme effektiv anpackt und löst. Thomas Gebhardt war das für die CDU-CSU-Fraktion hier nochmal mit seinem Redebeitrag. Ja, wir sind auch schon fast am Ende dieser Debatte und auch am Ende dieses Sitzungstages, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Bundesklimaschutzgesetz, das bietet auch innerhalb der Koalition durchaus noch Gesprächsbedarf an. In den Beratungen wird es so sein. Heute wird ja noch nicht abgestimmt, sondern das Ganze geht ja noch in die Ausschüsse. Das war's für heute hier von dieser Stelle aus dem Bundestag. Nächste Woche ist übrigens schon wieder Sitzungswoche. Dann sind wir natürlich hier Mittwoch, wenn die Plenar Sitzungen hier beginnen, wieder hier live für Sie vor Ort. Für heute, für diese Woche darf ich mich von diesem Platz verabschieden. Bleiben Sie aber weiter bei Phoenix, denn über weitere aktuelle Ereignisse dieses Tages, da unterrichtet Sie jetzt mein Kollege Hans-Werner Fittgau in Bonn.